Und damit wieder herzlich willkommen zurück, Leute, bei Subsistence. Direkt Übergang zu Tag 6, also quasi nach der Ich bin zweimal gestorben Folge. Ja, war wie gesagt nicht gerade lustig. So, jetzt erstmal kurz Check. Genau, ich habe aufgeräumt, das weiß ich noch. Und das müsste mal weg. War jetzt hier noch irgendwas drauf? Nee. Gut, so ist jetzt ein bisschen her. Ich weiß, ich habe eine Canon verloren. Da könnten wir uns aber quasi mal eine neue schnell machen. Halt, ich brauche noch diese Dingens dazu. Gut, ich weiß was, machen wir uns gleich zwei. So, dann falls wir nochmal eine verlieren, ist es dann wenigstens gleich da, das Zeug. So. Ja, wie gesagt, jetzt wird nicht lange rumgeschnackt. Jetzt wird gleich erstmal weitergemacht. Und so, da unten sehe ich schon eine Kiste. So, genau. Darum geht es jetzt. Wir brauchen jetzt unbedingt Loot. Denn Loot tut gut. Ah, guck mal. Das ist ein Service. Letzte Nacht gestorben und jetzt gleich die Kisten vor der Holzhütte. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und genau das, was wir brauchen. So, Pistol haben wir jetzt keine mehr. Da müssen wir jetzt auch erstmal gucken, dass wir ohne Pistol klarkommen. Also werden wir uns jetzt von den Tieren... Wir müssen uns jetzt erstmal von den Tieren fernhalten, dass man klar, dass da unten natürlich gleich wieder ein Wolf ist. Das ist, glaube ich, nee, das ist nicht der Wolf. So. Gut, die haben wir gekriegt. Ich renne jetzt in die Richtung. Kunde. So, ich brauche auf jeden Fall Bäume. Also Holz und Nägel und Holz und Nägel und Nägel und Holz. Und dann vielleicht mal gucken, vielleicht machen wir uns noch mal eine neue Waffe. Das ist schon, das war extrem laut auf den Ohren. Ich hoffe, wie gesagt, das ist echt, dass meine Stimme trotzdem noch lauter ist für euch. Ich muss es, glaube ich, doch mal noch ein bisschen leiser machen. Moment mal eben. Also es trischt das wirklich so extrem auf meinen Ohren, halt, das war in die falsche Richtung. Weil selbst das Gewitter ist ziemlich laut. So. So, machen wir jetzt mal einen Test. Das für mich immer noch zu laut ist. Bum, bum, bum. Ja, jetzt geht's. So, so ist angenehmer. Ich hoffe, für euch ist es laut genug. Wie gesagt, das kann ich jetzt schlecht einschätzen. Aber nichtsdestotrotz. So, ja, wie gesagt, zweimal gestorben. 8 Leben noch übrig. Mal gucken, wie weit wir jetzt damit kommen. Wie gesagt, die Hunter sind noch nicht mal da. Sehr geil. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir irgendwie hin. So. Genau, ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen einfitzen wieder, weil ist jetzt ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Da oben steht ein Bär, da ist aber eine Tasche. Und Fasern. Oh, ich drücke immer die falschen Tasten jetzt, weil ich zwischendurch mal ein anderes Spiel getestet habe. Wie das da jetzt so ist. So, da muss mit E bestätigen. Ja, und der Bär kommt gefährlich nahe. Warum sind die Umgebungsgeräusche eigentlich lauter als alles andere? Das ist echt nicht schön. Müsste noch so einen extra Reiter dafür geben. Also so quasi wie Ambiente und Umgebungssounds. Ja, jetzt fängt er an zu ningeln. Hey, Quatsch. Alles gut. Das ist schon wieder so ein hässlicher Wolf. Wenn ich den jetzt nicht gesehen hätte, wäre ich genau reingerannt. Ein Huhn. Hallo. Achso, ich drücke wie immer die falschen Tasten. Das ist jetzt durch das andere Spiel. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gleich nochmal sterbe. Weil für euch ist es jetzt bloß ein Augenblick, für mich sind es Tage, die jetzt zwischen der letzten Aufnahmesession liegen. Also nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen dusselig anstelle. Ich habe mir jetzt gerade nochmal die letzte Folge angeguckt, beziehungsweise ich habe sie gesichtet. Und ich hoffe echt, mein Ton ist laut genug. Ich habe gerade echt Angst, dass ich zu leise bin. Weil ich hier mich selber gerade kaum höre. Weil das so auf den Ohren drischt. Aber das wird jetzt erstmal gekonnt ignoriert. Ich muss das Spiel ja im Hintergrund noch hören. So, da ist eine Kiste. Und jetzt zählt quasi mal nichts anderes. So, wir haben schon wieder 37 Schnägel. Jawohl, wenigstens das läuft. Hey, da ist ein Bär, da gehe ich nicht lang. Ich muss jetzt nochmal hier gucken. Wenn ich mich nicht irre, waren wir sogar in der letzten Folge auch hier. Ja, da ist der blöde Bär.
glaube, hier habe ich auch einen Wolf platt gemacht in der letzten Folge. Aber so. Da oben ist jetzt auch ein Wolf. Ja, sehr schön. Gehen wir halt hier lang. Finden wir wenigstens noch Scrap Metal. Ja, Metallschrott. Warum fängt das eigentlich immer an zu pissen, wenn ich gerade draußen rumrennen will? Ich bin ja schon froh, dass wir wenigstens unsere Pullover wieder gekriegt haben. Also Resümee zur letzten Folge muss ich ganz eindeutig sagen. Ich sollte bedächtiger werden. Und nicht so übermütig, gerade wenn es dunkel wird. Weil im Endeffekt war das nur der Fehler, weil ich den Wolf nicht gesehen habe. Dafür eigentlich noch Muni? Nee, sehr schön. Also quasi einen Schuss habe ich noch. Oh, jetzt hat mich schon vor einem Hasen verjagt. Ja, schön. Es geht schon wieder gut los. Und wie gesagt, die Hunter sind noch nicht mal da. Also das ist schon sehr, sehr nice. Wartet mal kurz, ich muss mal jetzt ganz kurz was gucken, weil so ist es viel angenehmer. Der Ton, der ist eigentlich schon ziemlich leise, stelle ich gerade fest. So, muss es jetzt trotzdem mal noch so anpassen. Ne, da gehe ich jetzt nicht lang, da gehe ich lieber wieder zurück. Aber irgendwie wird das nicht, das wird nicht wirklich leiser, finde ich. Außer, dass ich jetzt das Spiel kaum noch höre. Zumindest die Tiere, die da drin rumrennen. Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. So. Oh, jetzt ist das Holzklopfen auch nicht mehr so laut. Da ist der Wolf. Gehen wir lieber wieder unten lang. Ich ahne Schlimmes. Klar, jetzt liegt da Metallschrott rum. Ach, ist das dein Ernst? Das Spiel mag mich nicht mehr. Nee, definitiv nicht. Da ist ein Bär. Komme ich hier lang? Ja, sieht gut aus. Wenigstens Holz klopfen und noch ein paar Kisten finden. Wie gesagt, ich glaube, so lang ist der Tag auch nicht mehr. Das ist fast 40 Schnäge, 40. Wenn man nebenbei die Umgebung ein bisschen im Auge behalten, da unten ist noch ein Wolf. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen am Zaun lang. So, diese imaginäre, nicht imaginär, diese Netbegrenzung. Wie gesagt, tot und ein bisschen her und ja. So, bevor es schlecht wird, mal eins essen. So, wir brauchen. Ach, ich muss unbedingt den ersten Stock fertig kriegen. Erste Etage. Auf den Garten. Ganz dringend. Weil ich glaube, so von samentechnisch sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber das dauert halt alles auch eine Weile, bis das wächst. Hier sieht es ziemlich raubtierfrei mäßig aus. Das ist ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? 3 Stück. Okay, mal gucken, ob ich es treffe. Wie gesagt, ist eine Weile her. Nein, ich wusste es. Aber wenigstens kriege ich den Pfeil wieder. Hey, einsammeln. Was ist das Huhn? Da ist es.
Wenigstens der zweite Schuss hat gesessen. Lalalala. Haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was zu essen? Wieder. Ach ja. Das ist so schlecht. Ja, schön, haben wir nicht mehr. Hätte ich mich jetzt über Shotgun Muni mehr gefreut. Oh. Und jetzt verhöhnt es mich. Da ist absolut Level 1 Wolf. Jetzt brauche ich aber die Leber nicht mehr. Das Antidot. So, wir gehen mal hier unten. Ich muss eh noch die Cannons voll machen. Ne, noch nicht. Ah, da drüben steht die Tasche. Jo, sehr gut. So, noch mehr Munition für die Waffe, die wir nicht mehr haben. Da ist noch eine erste Hilfetasche. Warum ist hier eigentlich nicht sowas drin? Das ist, soll doch eigentlich eine erste Hilfetasche sein. Warum ist hier nicht sowas Antidotmäßiges drin? Stöcker. Oh, Stöcker. Auch nur Stöcke. Ja, stimmt, und da steht Stöcke, nicht Stöcker. Aber ist egal. So, machen wir gleich nochmal zwei. Ach, halt so, ich brauche ja eh einen. Ich krieg ja immer zwei. Ach, gut, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Aber sobald es dieses komische Geräusch macht, mache ich dann die nächsten Pfeile. Da sehe ich schon eine Baukiste. Yay, Baukiste! Da ist mal ja erst die Kiste auf. So. Und jetzt machen wir die Pfeile. Zack. So, da haben wir dann wenigstens 6. Jetzt bräuchte man bloß ein bisschen kleines Ungeziefer. Also alles, was kleiner ist als ein Wolf. Nehme ich gern. So wie den Hasen dort. Der jetzt wegrennt. Die Sau. Ich hab dich gesehen. Bleib stehen. Ach. Das gibt's nicht. Da ist noch ein Huhn, das rennt auch wieder weg. Bleib doch hier. Ich meins doch mal gut mit dir. Ach man. Ja, natürlich. Ach Menno. Das fetzt nicht. Da ist noch ein Wolf, Level 2. Keine Lust zu. Ah, das ist ein Bär. Das ist ja noch schlimmer. Also ich stelle gerade fest, wenn man so ein paar Tage raus ist, ist echt gar nicht so einfach. Vor allem, man weiß nicht mehr, wie weit man an die Tiere ran kann, ohne dass sie abhauen. Dann, wo man eigentlich langlaufen muss, weiß man nicht mehr so wirklich. Oh, guck mal, da ist der See. Da ist schon mal der andere See. Hier ist nochmal das da. Genau. Und jetzt würde ich mich doch sehr über ein Kaninchen freuen. So ein bisschen. Ich will doch nur kuscheln. So. Also mit dem Stoff dann mich anziehen damit. Und nebenbei natürlich noch ein paar Kisten finden. Vielleicht sogar was Vegetarisches zu essen. Ist auch nicht verkehrt. Was macht eigentlich Sonne steht? Ich habe schon wieder einen Hasen gehört. Der ist wieder abgehauen. Sonne steht oben, also Mittag. Oh, das, oh ja, viermal. Sehr gut. Ja, natürlich. Level 1 Wolf. Natürlich nicht gut. Aber da hinten stand eine Kiste. Jetzt hole ich mir erstmal schnell das Fiber. Das Fieber. Da steht noch eine Blaubeere. Ja, ich werde schon wieder abgelenkt. Das ist. Wow, nicht doch. Nein. Geh weg.
Boah. Ich glaube, ich hätte mich die erste Folge im Haus verkriechen sollen. Also in dem, was mal ein Haus werden soll. Ist er immer noch da? Nee. Doch, dort hinter hinten steht er. Hat's aber aufgegeben. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Warum ist hier nichts mehr? Nee. Gerade da oben, wo ein Hühnchen ist. Da kann ich gleich knurren. Der Unfair. So, egal. Gucken wir mal, was hier oben los ist. Wenn es knurrt, drehe ich sofort wieder um. Sieht fast aus wie ein... Oh, das wäre auch ein schöner Bauplatz gewesen. Was man hier für eine Übersicht hat. Wow. Sehr cool. Und da unten ist ein Hühnchen. Also hier oben wäre eigentlich sogar richtig cool. Weil da wärst du eigentlich von allen Seiten so ein bisschen. Gerade wenn dann mal noch die Hunter dazukommen, wärst du eigentlich gut geschützt. Weil die müssten ja hoch, um dich anzugreifen. Ja, natürlich, es liegt da wieder eine Lockpick. Willst du mich verarschen? Ey, Spiel, was soll das? Das ist unfair. Und ja, zur Bestätigung, ich habe die Taste gespammt. Gerade. Ich glaube, das hat man auch gehört. So. Achso, ich müsste vielleicht, bevor ich es vergesse und dann zum Schluss alles mache, dass wir dann nicht vorwärts kommen, müsste ich nochmal ein bisschen vorbereiten. Dann haben wir da. Ich glaube, da hapert es diesmal gar nicht so sehr. Aber beginnt er trotzdem. Es fängt gleich wieder an zu pissen. Jetzt mal ohne Mist, es hat gerade aufgehört und fängt gleich wieder an. Also ich glaube, an den Wetter sollten die auch noch arbeiten. So ein bisschen. Nein, ich habe jetzt nicht gemeckert über das Wetter. Ich bin doch froh, dass es Regen gibt. Trotzdem nicht schlecht. So ein bisschen Nägel. So ein bisschen Nägelei. Ach, diese dämliche Lockpick. Und wie gesagt, wir haben die Base Unit Command immer noch nicht gesetzt. Oder die Base Command Unit. Ich krieg das immer noch nicht hin. Das wird wohl so ein ewiges Mysterium bleiben, warum das so ist. Aber nicht auf die Kette. Da oben rennt er. Und gleich brüllt es mich wieder an und knurrt. Da hinten ist er. Du bist mir. Nein, das gibt's doch nicht. Siehst du? Habe ich es nicht gesagt? Gleich knurrt. Und ich hatte recht. Und es knurrt immer noch. Wolf kommt natürlich hinterher, warum auch nicht? Fühl dich eingeladen, Mensch. Folge mir. Ja, das ist nicht auch cool, wenn man irgendwie, Fallen für sowas, für solche Viecher machen könnte. Gut, ich weiß, dass es Claymore-Dings. Ja, Wolf, wie hast du mich jetzt? Alter. Scheiße. Kleiner Kackhase. Aber wäre das nicht cool, wenn es irgendwie für die Wölfe oder die Bären noch irgendwelche Fallen gibt, dass man die Fallen quasi aufstellt und sich so dann... Alter, das ist nicht dein Ernst, der Harte verarscht mich doch. Dass man dann quasi so an die Wölfe und an die Bären rankommt. Da hinten ist er. Ich habe ihn gesehen. Ich sehe da einen weißen Puschel. Bah!
natürlich. Ich bin schon weg. Lass mich. Geh weg. Der kommt doch schon mal da oben lang. Natürlich, jetzt kann ich den Mammutbaum nicht mal klopfen. Immer diese Nerven, Nachbarn auf vier Pfoten. Keine Erziehung genossen. Kannst du nicht einfach so Leute verfolgen? Die fühlen sich vielleicht belästigt. Am Kisten sieht es ja eben aus irgendwie. So ein bisschen. So, da ist wieder ein Wolf, natürlich. Sorry, falls man das jetzt gehört hat, aber mich hat man irgendwie gejuckt. Ich muss da jetzt ganz kurz nachhelfen. Was bist denn du, Level 3? Nee, mit dir lege ich mich nicht an. Das kann nur schlecht für mich ausgehen. Das ist wieder ein Hase. Yay, heute ist Hasen-Day. Bäm, und jetzt hat er es wieder drauf. Aber sicher fühle ich mich deswegen trotzdem nicht. Nein, du sollst doch nicht quieken. Das war so abgesprochen. Hm, knurrt gleich wie. Oh, wir müssen nach Hause. Wird schon dunkel. Oh. Da stand doch schon mal Level 2 Bär. Alter, was ist denn hier mit den Tieren? Ey, die sind doch nicht mehr ganz frisch. So viel Viehzeug hier. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich eh am Arsch, das waren meine eigenen Schritte. Und jetzt ist meine Ausdauer weg. Juhu! Kommt alle her, Frischfleisch. So, lass mich raten. Ja, der Lachs ist natürlich vor. Der Haupt. Achso, warte mal, ich hab ja. So, geht irgendwie ein bisschen schneller mit Essen. Geht ein bisschen schneller. Hat das jetzt gerade schon wieder gegurgelt irgendwo hier? Nö. Dann habe ich es schon verinnerlicht. Und es gurgelt auch ohne Wolf. Alter Vater. Da ist auch wieder ein Wolf. So, wollen wir hier in dem Baum schon mal warnen? Gehe ich da jetzt trotzdem nochmal ran, weil der müsste eigentlich. Ja. Und da ist ein Reh. Natürlich. Warum auch nicht? Ich habe nichts, um mir das Reh zu holen. Da ist es doch. Ne, doch nicht. Gut. War ein blödes Lichtspiel gerade. So. Haben wir denn hier jetzt mal noch ein paar Kisten auf dem Weg? Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. So. Halt, oder? Wusste ich doch, dass ich einsammeln kann. Ja, da oben ist noch eine Tasche. Ist hier Viehzeug? Nee. So. Ein Apfel. Gucke an. Meiner. Siehst du ja, ich muss das Wasser erstmal abkochen. Also ungesundes, schmutziges Wasser ist nicht so förderlich. Für längere Survivaln. Holzfällen im Abendbrot. Story of my life. So, gibt's hier noch was? Nee.
Außer, was ist das? Hey, was bist du? Ein Kaninchen. Jetzt bist du ein kaputtes Kaninchen. So. Und pünktlich zum Sonnenuntergang sind wir zu Hause. Wupp. Hab ich jetzt? Ja. Stöcke. Wie immer, Stöcke. Oh, jedenfalls Scholz, das wird aber eng. Das wird, glaube ich, echt ein bisschen eng. So, dann machen wir erstmal das Wasser. Und dafür geht es eigentlich noch. Ich würde das erstmal batschern. Batscher, batscher. Ist der jetzt fertig? Ja. Dann Licht an. Und erstmal Wasser abkochen. So, und dann mal gucken. Das kann weg. Das kann weg. Das brauche ich noch. Das kann weg. Das kann oder rein. Bin froh, dass bei dem Wasser nicht passieren kann. Ach guck mal, wir haben sogar noch. Oh, 97. 97 Schnäschel haben wir. Das ist schon mal sehr gut. So, Federn, das da. Das Gestrüpp, das Gedöns, das, die dahin, Stoff, das da unten hin. Ich habe die Samen falsch einsortiert. Okay. So. Onkel Klopfer lebt immer noch. Siehst du, wir sollten vielleicht mal, wenn ich dann die Unit Foundation gesetzt habe, sollten wir vielleicht mal gucken wegen einem Animal House. Wäre jetzt auch nicht so schlecht. So, aber bevor das jetzt wieder die Nacht durchgeht, sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein bisschen Feedback da und wir sehen uns zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.